der Höhe ist gut, okay. Sorry, ich muss Alter! Oh, Alter! Ey, boah, dieses Schild, ich muss dieses Schild ablegen, das geht ja, gar musste nicht. Ich nämlich auch gerade. Ich hab nur Bullshit damit gebaut. Alter, da gehst du ja drauf! Ey, Leute, über uns. Achso, ne, wir kommen auch so hin. Lol, meine Wespen gehen in die Lava! Woo! Seid ihr links oder rechts? Ach, rechts, ne? Rechts rum. Habt ihr schon mal genau, baut den Shit mal hier ab. Perfekt. Dann können wir nämlich. Na, ich kann nicht. Ja, wir sind doch eigentlich doof. Wir können doch hier Obsidian machen. Guck mal, zack. Okay, irgendwas ist hier noch vor uns. Friss Schaden, Schadenfresser. Oh oh. Check dir mal drüber. Ohne Spaß, die Minions gefallen mir. Ja, magst du den Schlüssel abgeben? Die Minions finde ich auch voll geil. Ah ja, selbstverständlich. Ich habe letztens zum ersten Mal Despicable Me 2 geguckt. Den fand ich saulustig. Echt? War der gut? Ich fand den cool, ja. Nice. Ich finde auch die Disciple, wie hieß das? Hier, ich. War eigentlich einfach unverbesserlich. Ja, genau, so heißt es. Das wusste ich nicht mehr, ja, genau. Mega. Den ersten, ich fand sogar den zweiten besser als den ersten. Ah, Lava! Was ein Schrei! Ich fand beides ziemlich gut. Ja, der erste war okay, aber den zweiten fand ich irgendwie geiler, naja, weil der halt so ist, wie ich will nicht spoilern. Ja, wir haben wieder erstmal eine Pulle. Wieso kann ich denn hier nichts bauen? Alter! Baut mal Platz. Ey, wie machen wir das denn jetzt mit dem Höllenstein-Zeug abfarmen? Ja, abfarmen, also wir brauchen die Tränke, um in den großen Lavaseen die Dinger zu machen. Was ist denn das für ein Shit, den wir abbauen müssen? Nochmal genau. Ach, das ist das, was hier die ganze Zeit in der Lava ist, wa? Das, aber wieso, was glänzt. Wieso kann ich hier keine Matschblöcke hier platzieren? Die wollen mich doch echt veräppeln. Oh geil, soll ich einfach mal die Voodoo-Puppe da unten reinschmeißen? Nein. Habt ihr schon eine gefunden? Very funny. Ja. Ich hab diesen Sonnenwut-Morgenstern. Braucht den wer? Kann den wer gebrauchen? Was kann der denn? 37 Schaden. Also das ist einfach nur. Oh, 37 Schaden. Das ist halt so ein Morgenstern. Ah, der ist wahrscheinlich sehr langsam. Ich spiele halt Fernkampf, deswegen ich nicht brauche. Ich nichts brauchen. Ja, ja. Der ist wahrscheinlich mega langsam, oder? Ach, gib mir den einfach. Der ist sehr langsam, ja. Ja. Zeige ich den wenigstens mal kurz den Leuten. So. Oh, Leute. Ja, so nicht, mein Freund, ey. Zisch ab. Oh, der hat aber eine Reichweite. Holy moly. Der ist ganz schön. Vielleicht kannst du den ja umbauen noch. Ja, wer weiß. Verstärken. So, ihr checkt hier überall, ob Truhen sind. Ja, ne? Ich hab hier Löcher reingemacht. Ja. Aber selbstverständlich. Und Höllenstein, da wo es geht. Immer farmen. Ja, richtig. So, die Minen brauchen, die Schmiede brauchen wir nicht mehr, ne? Nee. Ja, die habe ich schon oben. Okay. Gibt auch noch die Lava Vaders, mit denen man 7 Sekunden lang in der Lava überleben kann und auf Lava und Wasser laufen kann. Stimmt. Gab's allerdings auch schon vor dem 1.3 Update. Hat derjenige noch schön dahinter gesteckt, um uns zu sagen, wie vollidiotisch wir uns doch verhalten hier wieder. Meine Lippe tut weh. Warum? Hey! Da hat einer geschrieben. Fand ich witzig. Fand ich witzig! Ja, fand ich auch! Für die Wall of Flesh haben wir doch damals auch mal so ein ganz großes Podest gemacht, oder nicht? Ja, mach weiter, Peter. Los, komm. Wie viel braucht man Höllenstein für einen Barren? 3. Oh, oh, jetzt wird's uncool, Peter. Okay. Und wir brauchen mehrere 100 Autsch. Barren, glaube ich. Ja. Da haben wir aber zu tun. Ja, das Zeug haben wir immer relativ lang gefarmt. Okay, wir haben jetzt hier ein Problem, dass wir nicht gerade Linie machen können, weil hier Lava ist im Weg. Ja, da muss man halt springen. Müssen wir die halt höher machen, die Linie. Aber wir lassen die aber kurz abfließen, was hältst du denn davon? Okay, ja, wie machen wir das? Ich mach das. Ey, Christian, versuch mal, den da noch zu holen vorher. Hier komme ich nicht dran, da baue ich ganz viel ab. Unter dir. Irgendwie da dich da hinzustellen oder so. Ja, du auf jeden Fall mit 6 Stück. Immerhin. Weiß nicht, ob du dran kommst. Aua! Nee, jetzt nicht mehr. Ich verteidige dich auch noch mein Ding. Oder ich gehe da noch mal dran. Oh! Warte. Ja. Christian, warte.
Ja, die, La ja, die Lava fließt, sobald du das erste abbaust. Ja, deswegen kann ich ja gerade nicht. Oh, da ist die Puppe! Boah, Jay, wenn du da. Was? Was ist das für eine Puppe? Der Typ trägt diese Puppe da. Der soll mal hochkommen. Puppe? Komm, fließ mal weg. Die darf nur nicht in die Lava fallen. Okay, sehr gut. Das wäre so geil. Langsam fließt bitte die Lava, Alter. Ey, wie viel Schaden kriege ich, wenn ich einmal in die Lava fall? 60, 70, irgendwie sowas. Oh! Ja, oh, alles klar, ich stehe auf Schmerzen. Guck mal, da ist ja mega viel von diesem Höllenstein-Shit. Ja, deswegen, weißt du, einmal reinfallen ist okay. Okay, einmal reinfallen geht klar. Ja, du musst dann halt nur direkt rauskommen, ohne irgendwie gegen eine Decke zu springen oder so, wenn er dann. Hä, ja, wie habt ihr denn jetzt gebaut? Achso, du willst gerade weiterbauen oder was? Ja, fuck off. Sinnvollste Shit. Okay. Ja, für die Wall of Flash nachher vor allen Dingen auch. Ach so, Moment, du bist tiefer als ich, oder? Blub, blub, ja, wo bist du denn überhaupt? Ich bin gerade unter. Ja. Was? Nee, ich rede mit Peter. Wo ist der denn? Sorry. Da. Ach so, das heißt, du willst hier gerade weitermachen, oder was? Ja, sicherlich. Okay. Boah, Jay, macht auch war mal knapp. Ja, ich habe noch irgendwie 2000 Blöcke oder so, die müssen alle weg. Oh, frisst mein Morgenstern. Keine Truhe. Da kannst du aber laufen. Was hast du denn schon in der Truhe gefunden? War da was Spannendes? Ja. Ich? Ja. Ja, ich habe diese Flammenpeitsche gekriegt hier. Oh, geil. Macht immerhin 48 Schaden. Dämon Weiche. Boah. Eiskalt in die Lava getotscht, Alter. Leck mich am Arsch. So, so schlimm ist die Lava nicht. Moment, jetzt sieht da oben raus. Alter, was macht ihr denn? Nice. Ganz ruhig bleiben, Kollege. Jetzt lass die Lava noch abfließen, dann ist doch gut. Ganz ruhig bleiben. Da kommt noch mehr. Kriegt man dadurch Schaden? Das Todesjulio. Oh ja, kriegt man. Unangenehm. Alter. Ich hab das Gefühl, je mehr von uns auf einer Stelle sind, desto mehr Gegner. Hier so, hui. Das ist nicht ganz unmöglich, dass dem tatsächlich. Boah, die soll ich mal einmal angraben? Nein. Ja, mach mal. Nein, Mann! Das ist ganz schöner Spaß, die, ne? Ey, das hört nicht mehr auf hier mit dem. Ah, doch. Ja, das geht unendlich. Nie wieder. Nie mehr komm ich wieder. Alter, ach, komm. Aua. Ich hab kein Material zum Zug, doch da. Ich hab kein Material zum Zug. Nee, ich hab kein Material mehr, ich hab kein Material. Oh. Hui! Wir haben. Aua! Kostet die Biene eigentlich irgendwie Mana oder so? Nee, einmal beim Beschwören. Und dann fliegen die für immer. Das ist natürlich ganz nice. Hier ist ein einzelner Block. Jetzt nicht mehr. Also wenn ihr auch so Minions haben wollt, könnt ihr die Queen Bee nochmal machen. Dann könnt ihr aber eins nur beschwören. Außer ihr macht auch die Rüstung. Ach nee, die Rüstung ist kacke. Ich finde die eigentlich ganz geil, dass ich da so drei Viecher habe, die um mich herum schwirren. Ja, das glaube ich, dass du da drauf stehst. Klammern. Ha! Oh, okay, schon. Pass auf. Bau weiter. Einmal Schmerzen erleiden. Oh! Das ist schon nicht zu verachten, was du da an Damage bekommst. Ihr habt mich ja ganz schön eingeschlossen. I will protect you. Wenn ich auf jeden warte, der da irgendwie runterspringt, dann. Nee, muss ich nicht. Dann mach ich vor, der runter zu springen. Oh, da kommen wieder Viecher an. Alter. Das war jetzt gemein. Alter. Und ein komischer Wurm. Das macht mich voll verrückt. Hier schießt alles. Die Bienen kommen. Dann dieser Wurm, dann die Viecher, die Effekte, dann die scheiß Sterne von Bram. Wer hat denn das mit den Sternen? Jetzt kommen auch noch gegnerische, holy shit! Alter, uncool! Wir wären so gestorben im Hardmode, da wären wir sowas von geil. Oh ja, wir wären die ganze Zeit nur verreckt. Das wäre halt auch einfach, es wäre halt lustig für das erste Mal, das verstehe ich, aber danach halt nicht mehr. Alter. Christian hat sich von den Bienen erschrocken.
Ja. Ja, da kommen aber auch gegnerische Bienen über uns, weil der Jungle da ist. Ja, richtig. Da oben ist so ein mega, Feuer im Bitch. Mega nervig. Fixvieh. Wie lange mussten? Reicht das nicht mal langsam? Nee. Ja, liebe Zuschauer, was bringt uns die Meteor? Aber wir wollen ja auch weiter nach rechts. Ja, Moment. Was bringt uns die Meteor? Vorsicht, ich muss hier einen Block wegmachen, sonst geht das nicht. Hinter Jay. Meteor-Rüstung haben wir doch schon längst. Nee, nicht die Meteor-Rüstung. Hier die Hellbar-Rüstung. Also als Special-Effekt. Ja. Wenn man alles hat als Set-Bonus. Als Special-Effekt, Junge. Mac Elroy. Wir danken vielmals fürs Subscribe. Au! 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 Mama! Au! Ich will nicht mehr viel leben. Boah, Christian, weil hier ist wieder nur Rotze, Mann. Okay, Moment. Irgendwas ist jetzt hier nicht in Ordnung. Warte, ich wollte vor der Phrase hab ich das Ding weggebaut. Ja, das, aber hier geht weiter oben weiter. You know what I mean? Wow. Oh, lol, oh, das war ein Leck. Ich dachte gerade, da schafft es jemand nicht, den Shit vor sich abzubauen. Da unten. Da draußen erwartet uns Spaß, meine Freunde. Oh! I'm Gold Digger! Ach so, das Alter, ist Alter, aua. Aua. Wie viel Reichweite brauchen wir denn? Machen wir das gerade nicht nur für die Wall of Flash? Müsste das nicht langsam erreichen? Ja, wir suchen. Nein, doch die fallen, die starten sich ja ganz rechts. Sind wir da nicht immer von ganz rechts nach links gelaufen oder irgendwie so? Ja, richtig. Könnte seine Zeit halt dauern. Suchen wir nicht auch noch Kisten oder ist der ganze Shit, den wir unten sammeln? Ja, natürlich, also wir brauchen auf jeden Fall noch Kisten. Ich sammel und wir Kisten brauchen auch noch. Ich sammel das Hellstein-Zeug immer. Ich dachte, das macht ihr auch, das Hellstein-Zeug. Ich schätze unseren Bauer. Okay, ich geh Hellstein. Shit, da habe ich mich gerade aufgesehen. Ach, da kommt Lava raus aus dem Bullshit. Mhm. Ich soll annehmen. Ja, da sagst du aber was. Heilige Scheiße. Ich will auch eine Hornisse sein. Oh, guck mal, wie die zerficken. Die scheiß Fledermaus. Der ficken. Ja, aber knallhart, Mann. Knallhart zerficken. Ach ja. Oh, ich sehe gerade nix nach unten. Ist der Boden? Kann er auch nicht sehen. Ich habe nur 720 P. Ja, ich Moment. Auch. Oh! You're safe. Tja, Adi. Nein! Tja, Scheiße, war ich zu langsam. Fuck. Hey, Adi. Oh Mann, ey. Ey, ey, ey. Nein, noch Mann. Er ist tatsächlich schnell genug, der Sack. Boah, ist voll rot hier, ey. Oh ja. Ich hab so einen komischen Höllenbumerang gekriegt, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Hellwing Bow! Wow, 23 Schaden, ist ja der Wahnsinn. Ups. Man, der ist ja cool der aus. Wahnsinn, Mama. Wie kann der denn? Ja, dann ist das doch was für dich, oder? Kann der zwar nix, aber sieht gut aus. Spaß. Ey, was soll das? Oh, oh. Aua, Alter, 34 wow. Schaden macht das. Oh Gott. Das Hellzeug abbauen. Also ich brauch mal kurz Hilfe, Christian. Du hast mehr Leben ja, als ich. Das ist nicht so einfach. Ah! Lange. Okay. Alter, hier ist ja der Oberhorrorplatz des Jahrhunderts. Boah. So ist doch. Da krieg ich ja, das ist mein ganzer Bildschirm rot, wenn ich hier unten drin bin. Du musst mal runtergehen, Hadi. Du bist da ganz unten, dann bist du Kirre. Wow, okay, das ist crazy. Das ganze Bildschirm. Jetzt hör mal auf mich zu beschießen, boah, du hässlicher, fetter Imp, ey. Ey, du hässlicher Imp, ey. Hier irgendwie den Shit abbauen.
Ja, naja, ich bin Bulldozer. Ach, die Viecher nerven doch. Bitte dieses Loch nicht an Dingensen, Bram, weil das will ich als... Aua. Ja klar, das willst du als Ablaufrohr haben. Richtig. Boah, scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil gerade irgendwie Action war. Was ist jetzt die Hellrüstung? Was bringt die jetzt, die Höllenrüstung? Abwehr. Einfach nur Abwehr? Boah, keine Ahnung. Ja, komm, Alter. Aber übelst Abwehr halt. Das ist langweilig hier. Boah, einer wird gleich weinen, Junge. Warum? Ja, also wenn wir keine Asche abbauen, dann weint keiner von uns. Okay. 17% mehr Nahkampfschaden. Alles klar, die Höllenrüstung ist nichts für mich. Die baue ich mir nicht. Haben wir nein, ich habe einen Fehler gemacht. Uiuiui. Auch nicht. Da kommen wir wieder gerade hängen beide, ey.